Freunde, wir haben wieder ein paar neue Sachen und wir zeigen euch jetzt einfach mal, was wir da bestellt haben. Wir haben heute mal wieder ein Paket bekommen mit ganz tollen Silikonformen für Resinen oder eben Keramik oder was weiß ich, was man da drin gießen will. Wir hatten ja vor kurzem schon mal gesagt, ich kriege noch tolle Formen, als ich das letzte Paket gekriegt habe. Und hier sind jetzt wirklich ganz tolle Formen drin, nicht schöner als die anderen, aber mindestens genauso schön. Also ich find's cool, also was es so alles an Sachen gibt, wir zeigen es euch einfach mal. Ein Haufen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Set, das fand ich ganz toll, muss ich unbedingt haben. Das wird so ein Windspiel. Du kannst jetzt hier diese Klangdinger daran machen. Oder du kannst auch die ganzen Teile, die jetzt hier für das Windspiel sind, was man sich jetzt hier eigentlich so untereinander so hinhängt, kannst du natürlich auch einzeln benutzen. Und dafür habe ich mir gedacht, ist das richtig cool. Hat man hier so einen kleinen Flattermann, so eine Fledermaus. Man hat einen Kürbis. Ich glaube, da steht immer Bu drin. Hier ist so ein Gespenst. Dann haben wir ein kleines Spinnennetz mit Spinne dran. Eine Hexe, die zum Mond fliegt. Flieg mal zum Mond, alte Hexe. Dann haben wir hier eine Katze. Ich schicke dich zum Mond. Eine Katze, und ich weiß nicht, ob das ein Kürbis sein soll oder ein Ball oder was auch immer. Das werden wir sehen, wenn wir gegossen haben. Und dann hier nochmal ein großes Spinnennetz. Das könnte man ja einzeln schon bald hinhängen, aber das ist eigentlich das obere Teil. Darunter kommt dann so ein Ring hier, da sind dann hier praktisch nachher lauter Löcher drin. Die Nipsel hier, das wären dann Löcher. Ach, deswegen, ich habe mich schon gewundert, wofür. Und da kannst du dann die Angelsehne dran machen. Das nächste hier kannst das du auch nochmal. Dann kannst du hier immer die Angelsehne. Und dann kannst du die einzelnen Teile so nach und nach so dran baumeln. Das Resin, wenn man es gegossen hat, kann man ja auch bohren. Dann bohrst du dann ein Loch drin und dann kannst du das aufhängen. Das fand ich richtig cool, weil man es als Set oder eben auch einzeln benutzen kann. Man darf jetzt bloß nicht die Teile hier verbasseln zum Aufhängen. Und vor allem immer diese Klangdinge. Ach, hier ist so ja die Angelsehne mit bei. Also oh, das ist ja ein alles. Ich habe jetzt vorhin gedacht, was ist da jetzt noch für ein Ding drin? Das ist die Angelsehne. Nein, mein Gott. Also cool. Und so ja noch Ringe, um das festzumachen oder so. Also hier ist alles drin, was man braucht. Das ist für mich. Edel, ja. Da gibt es verschiedene Tiere. Ich konnte mich jetzt nicht entscheiden. Da gibt es, glaube ich, einen Bären, einen Hirsch und einen Wolf. Ich fand den Wolf toll. Eigentlich soll man die nachher auch hinstellen können, wenn die gegossen sind. Ich würde mal ausprobieren. Dann haben wir hier nochmal einen Kürbis. Den ersten Kürbis, den ich da bestellt hatte, der war schon cool. Und der hier ist jetzt richtig für Halloween. Jetzt hat man hier so ein kleines Kürbishäuschen. Hier vorne ist dann so eine Tür mit Treppe. Und einen Hut, den ich dann aufsetzen kann als Dach. Das ist so cool. Also das müssen wir auch als nächstes gießen. Das ist einfach nur edel. Ja, und dann haben wir hier für Halloween extra zwei Geister. Die kann man aus Keramik einfach in Weiß gießen. Man kann die farbig leuchtend gießen mit Keramik. Man kann die mit Resin ausfüllen. Da passt natürlich auch wieder eine ganze Menge drin. Also 100, 150 Gramm passen da bestimmt drin. Man kann die auch leuchten lassen, wenn man so kleine Lichterketten hat, die dann so hier ein Licht mit reinmachen oder zwei Lichter mit reinmachen und dann das nächste hier gleich mit ransetzen, dass man das dann als Deko irgendwo hinstellen kann, als Beleuchtung so, ja. Fand ich eine coole Sache, eine coole Idee. Und die fand die so schön, die Geister. Das ist so edel. Das gibt so schöne Formen. Also Wahnsinn, was die sich alle einfallen lassen. Edel. Und jetzt wundert ihr euch, was ist das jetzt hier für ein Wabbel? Das ist jetzt ein Silikon, weichet Silikon. Und da ist ein Wichtel drin versteckt. Oh. Da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt Weihnachten, kommt ja jetzt auch mit großen Schritten, dann kann ich mir meine Weihnachtswichtel selber gießen und die dann anmalen und habe dann immer meine Deko für Weihnachten, für alle möglichen Sachen, was man so braucht für Weihnachten, kann man sich seinen Wichtel gießen. Das ist so cool, so eine schöne Sachen, also edel. So, da habe ich jetzt auch wieder die nächsten Tage richtig schön zu tun, diese Sachen zu gießen. Das macht aber auch richtig Spaß. Also die wären richtig toll, die Teile. Und tja, dann bleibt neugierig, schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Ja.